Heute zeige ich mal, wie man mit Whipster ein Video feedbacken kann. Dazu öffne ich den Link und dann erscheint dieses Kontaktformular. Da einfach den Namen eingeben und die E-Mail-Adresse könnt ihr freilassen. Dann auf Weiter. Dann kommt hier eine kurze Anleitung. Könnt ihr überspringen. Und dann haben wir hier das Video. Um das Video abzuspielen, hier unten links auf Play klicken. Und wenn ihr jetzt eine Stelle habt, die euch nicht gefällt, einfach mit der Maus auf das Video klicken, dann erscheint dieses Feld. Da könnt ihr dann einen Kommentar schreiben und dieses Kommentar dann absenden. Und jetzt sehen wir hier unten einen Punkt, der für das Kommentar steht. Dann können wir weiter auf Play klicken und jetzt nochmal eine Stelle anklicken, dann einen Kommentar schreiben. Und wenn ich jetzt nicht direkt auf Kommentar absenden klicke, sondern auf Play, dann sehen wir, entsteht dieser Error. Und jetzt können wir hier dieses Kommentar nicht mehr absenden und da dann einfach wieder auf Originalzeit klicken. Und dann können wir das Kommentar abschicken. Es gibt auch noch die Möglichkeit, zwischen den Kommentaren hin und her zu springen. Dazu einfach hier unten links auf den Pfeil klicken. Da könnt ihr dann das Kommentar nachträglich nochmal bearbeiten und abspeichern. Oder das Kommentar auch komplett löschen. Wenn ihr fertig mit dem Feedback seid, könnt ihr hier oben einfach auf Feedback abschließen klicken und ja, ich bin fertig und schließen. Das war's, danke fürs Zusehen und tschüss.